Dritte Trainingseinheit absolviert im Trainingslager in Belek. Wie ist dein bisheriger Eindruck? Ja, durchweg positiv. Die Jungs arbeiten sehr konzentriert. Wir können unter optimalen Bedingungen an den Inhalten arbeiten, die wir nach der Hinrunde jetzt analysiert haben. Und dementsprechend sind wir sehr zufrieden. Welche Inhalte sind das genau? Ja, insbesondere was das Umschaltspiel angeht, nach Ballgewinn gab es da schon Spiele, in denen wir es nicht geschafft haben, dann frühzeitig die Spiele klar für uns zu entscheiden, beziehungsweise teilweise auch Punkte dann noch aus der Hand gegeben haben. Und da wollen wir dran arbeiten, um dann ja einfach da noch kaltschnäuziger zu sein und mehr Ergebnisse für uns zu erzielen. Theorie auf dem Trainingsplatz und heute Abend dann beim Testspiel die Praxis? Ja, absolut. Also wir haben jetzt gut gearbeitet in den angesprochenen Inhalten, wollen die Dinge natürlich auch heute Nachmittag dann umsetzen. Im Optimalfall dann auch da wieder mit einem positiven Ergebnis. Aber sicherlich geht es da in erster Linie darum, die Inhalte dann auch wirklich auf den Platz zu bekommen. Wie geht es an? Also ihr habt natürlich eine Menge Spieler dabei. Wie geht ihr die Spieler an personell? Ja, heute Nachmittag wird es so sein, dass jeder Spieler mindestens eine Halbzeit spielen wird. Also dass wir da zwei Mannschaften auf den Platz schicken können und dementsprechend sich da auch dann jeder jetzt zu Beginn der Rückrundenvorbereitung nochmal anbieten kann.